Ich kann jetzt einfach mal zeigen, was ich mir hier gebastelt habe und wie. Moin Moin! Hallo, 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 hallo. Ich will euch heute ein bisschen zeigen, wie wir hier auf Sonkai eben weiter kiffen jeden Tag. Und zwar, ihr habt vielleicht auf Bildern schon gesehen, hier stand bis gerade eben noch dieser Spiegel. Habe ich gerade hingetragen. Und jetzt habe ich hier so ein paar Glasplatten und einen Blockes, den ich aber wahrscheinlich nicht brauche, weil er mir zu hoch ist, um hier ein Regal daraus zu bauen, dass ich ein bisschen mehr Stauraum habe für all diesen ganzen Krempel, den ich jetzt schon hier rüber geräumt habe und der dann hier seinen Platz bekommen soll. Und ich habe hier ein altes Lattenrost. Ja, und ein paar Schrauben habe ich auch und einen Schrauber. Und jetzt gucken wir einfach mal, was sich da zusammen basteln lässt. Hierfür werden wir auf jeden Fall auch noch irgendwas basteln. Ein Gewürzregälchen. Gucken, dass hier so nach und nach alles in Ordnung bekommt. Jetzt muss ich mal gucken. Das dachte ich mir. Ausgerechnet da, wo wir es nicht brauchen können, haben wir jetzt hier die Steckdosen. Also wir lassen uns hier was einfallen. Mir ist da schon was eingefallen. Dass wir die Steckdosen noch benutzen können. Mir ist da gerade eingefallen, dass die hier sowieso auf 30 cm Höhe nur aufliegen werden. Und wir hier im Prinzip die Stütze dafür einfach oberhalb von der Steckdose anbringen. Hier dürften die nach unten gehen. Sieht fast so aus. Hier sind oben keine weiteren Leitungen. Die müssten von unten kommen, sodass wir hier im Prinzip auch bohren können, ohne irgendwelche Drähte zu beschädigen. Wer da einen Metallprüfer oder Stromprüfer zu Hause hat, ein Gerät, wo man über die Wand gehen kann und das dann piepst, wenn da Metall unter der Wand ist, der benutze das bitte. Ich habe keins. Und ja, so ist er halt der Bauch, ich bin halt der alte Hippie-Guru. Immer Risiko eingehen. So, weil ne, von nichts kommt nichts. Wenn man nicht mal ein bisschen was einfach ausprobiert, dann kommt man einfach nicht weiter.
basteln. Ne? Da kann man doch nicht von Handwerk reden, weil der Handwerker normalerweise wenigstens immer das Material hat, was er braucht. Ja? Und auch das Werkzeug, das er braucht. Und der Künstler ist eher so ein bisschen wie MacGyver. Ich schaffe das auch ohne. Ich habe eine Zange. So. Zange mitgebracht. Ich muss meinen Schrot auch raus hier. Habe ich mir die hier angezeigt, vorgebohrt und jetzt kann ich mir die einfach, hier habe ich schon mal eine Markierung gesetzt, wie weit das zweite Brett von mir weg muss, weil ich keine Wasserwaage habe. Ne, und nochmal, das ist hier provisorisch, das ist noch nicht die Endfassung, es geht einfach darum, dass ich jetzt im Moment gerade einfach mal ein bisschen mehr Stauraum habe. Ich habe einen Pickel am Hintern. Ups, ja, ich drücke hier immer auf gewisse Sachen auf dem Bildschirm von der Kamera. Und ich schneide jetzt hier unten eine kleine Ecke ab. Diese hier, weil da vorne da das dann so besser reinpasst. Ich muss mal hier hin. Jetzt müssen wir auf Schlag stellen. Sonst markiere ich mir die Dinger. Die Position der Löcher an der Wand. Und gucke, ob ich irgendwo einen Plastikdeckel habe. Habe ich nicht, aber ich habe, was ich auf jeden Fall habe, ist ein Kehrbesen. Normalerweise mache ich mir ein Plastikdeckelchen, bohr ein Loch rein und dann hält man das so an die Wand und dann fängt sich der Schmutz direkt da drin, da braucht man keinen Staubsauger oder sonst was. Kippt es einfach so runter und hat den ganzen Schmutz in der Hand. Geringer Stromverbrauch. Hast du gerade nicht. Das gerade gesagt, hat gerade irgendwas erzählt. Und wenn die sagt, Video stoppen, dann werde ich hellhörig. So, und hier mal. So, wenn wir das jetzt erstmal ausprobieren wollen, mache ich es zuerst mal nur auf der einen Seite. Diesen Dübel. Oben habe ich auch einen Hammer, aber ich muss die Form hochzudrücken. Geht auch so. So, war es jetzt hier richtig? Kann man daran sehen, dass ich das habe. So. Das ist ein Handfehler. Was ist denn das?
So, das wollen wir hier gerade haben. Bisschen ausgefranst beim Vorbohren des Holzes mit einem Steinbohrer, weil ich gerade keinen Holzbohrer hatte in der Größe. Macht nichts. Das zählt beim Basteln alles nicht. Da macht man, wie gesagt, mit dem, was man hat. Und kommt so ans Ziel. Was ich jetzt gemacht habe im Off war schon mal hier für hier etwas zusammenzuschrauben, wo jetzt hier vorne da ein weiterer Schräger so reingeht. Ich mache das einfach mal und habe hier für die obere Platte angezeichnet, was ich da jetzt ausschneide. Jetzt haben wir diesen Schlitz, in den hoffentlich da gleich meine Platte reinpasst. Das habe ich mir schon so angezeichnet, dass ich jetzt das hier einfach nur festschrauben brauche. Und dann kann ich das an die Wand schrauben und dadurch müsste das hier auch so ein bisschen Stabilität bringen. Wir gucken einfach mal, wie das wird. Ne? Stabilität wird es hinterher vor allen Dingen dadurch bekommen, dass es beladen ist. So, jetzt messe ich nochmal, dass ich überall genau auf meine 36,5 komme, die ich mir hier eruiert habe. 36,5. Alles klar, wunderbar. So. Jetzt ziehen wir hier einfach ein paar Schrauben noch rein. Das sieht so aus wie soll. Schief, da kann man halt nicht viel dran machen. Machen wir so und so. Ich wollte das ja noch hier festschrauben. Ne? Ja, gucken wir mal, was haben wir schon? Was sagt denn hier der Zollstock? Wir haben hier eine Höhe von 30 und hier haben wir eine Höhe von 30. Und hier haben wir eine Höhe von über 30 und hier haben wir eine Höhe von 30. So, also haben wir hier falsch geschraubt. Oh, ich sehe es auch. Ich sehe es. Ich sehe, wo das Problem ist. Oh! Guck mal, gucken wir. Kann es ganz deutlich sehen. Guck mal, da ist der Anriss, ne? Keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe. Da ist der Anriss und da ist das fehlende Material. Also schrauben wir das jetzt alles nochmal auseinander. Ich bin froh, dass ich nichts verleimt habe. Dann können wir das nämlich noch jetzt müssen wir mal gucken, wie. Das ist natürlich. Mega bescheuert, ne? Weil das hier alles mehr oder weniger. Na, auf der Bank könnte ich das hinbekommen. Ja, das sieht gut aus. Na! Funktioniert nicht, weil ich so doof bin. Und zu doof bin, um gerade zu arbeiten. Nee, ich muss das hier.
Schrift habe ich leider nicht. Scheiße gebaut haben. Nein, nicht. Eigentlich haben wir gar nicht so viel Scheiße gebaut. Das ist einfach nur hier ein bisschen, aber wenn das jetzt hier runterkommt, liegt die exakt gerade auf. Nein, ich weiß. Jetzt aber. Jetzt liegt sie gerade. Wie gesagt, das ist alles so ein bisschen krumm hier. Aus irgendwelchen Gründen habe ich es gerade da beschrieben. Das ist ein bisschen anders als wir geplant hatten. Das spielt keine Rolle, solange das da jetzt passt. Mit dem Einschneiden von dem Ding hier, weil hier kommt jetzt noch oben drauf einfach diese Platte. Das passt. So, und hier habe ich jetzt noch eine Platte, die ich mir gerne hier hinsetzen möchte. Und dafür brauchen wir jetzt natürlich hier noch einen etwas, was das hält. Und da lasse ich mir jetzt mal was einfallen. So, es ist
ist jetzt inzwischen 2 Tage schon später. Ich habe es vorgestern Abend einfach selber noch so zusammengebaut, weil der Akku von meiner Kamera leer war. Und ich kann jetzt einfach mal zeigen, was ich mir hier gebastelt habe und wie. Ja, hier sind die. Ich konnte mir das vorher wirklich, konnte mir keinen Plan davon machen. Ich habe es versucht, aber dadurch, dass hier jeder Level anders ist, jede Tiefe von jedem, von jeder Platte anders ist, musste ich da halt einfach basteln. So, ne? Da hat mir mein Schreiner sein nicht viel gebracht. Aber dann wusste ich, das da, das war klar und das dann war klar. Und daraus hat sich dann das ergeben. Und so weiter. Und am Ende habe ich noch, ich hatte doch am Anfang noch gesagt, ich baue mir noch ein Gewürzregälchen. Ich wusste damals noch nicht, dass das am Ende schon halt der dritte tragende Teil, den ich dann auch einfach hier einfach in die Wand gedübelt habe. Und das Ganze ist absolut stabil. So. Und jetzt sieht das hier auf jeden Fall schon mal wesentlich ordentlicher aus als vorher. Durch sind wir immer noch nicht. Gespült haben wir wenigstens mal. So. Ne? Kühlschrank habe ich jetzt hier auch. Der funktioniert sogar, wenn ich ihn anstecke, aber der zieht mir gerade im Moment noch zu viel, bis ich die dritte Placke habe. Hier lasse ich den noch aus. Im Moment brauchen wir den auch noch nicht. Ja, so sieht jetzt im Moment meine Küche aus. Das hier habe ich mir überlegt, möchte ich gerne frei haben. Deswegen ist das nächste Projekt entweder hier Regalböden noch reinzusetzen, um Stauraum zu schaffen. Und irgendwie ist mir das da noch zu leer. Da werde ich mir irgendwas noch einfallen lassen. Und die Tati hatte da auch schon eine Idee. Und da gucken wir jetzt einfach mal weiter. Jo, so viel aus der Küche vom dicken, aus dem 2020-Land von Koyen. Wird langsam.